So, ja, also, ich sitze jetzt hier neben Pastorin Wolf und muss mich erstmal ganz doll bedanken, dass sie mich überhaupt empfangen, muss man sagen. Und da ist gleich meine allererste Frage, wieso haben Sie gesagt, es ist okay, dass ich kommen darf, gerade bei diesem Thema? Naja, ich habe mit dem Thema zu tun. Ich war heute Morgen auf dem Friedhof. Also ist es völlig klar, ja, dass ich, also ich habe Zeit im Moment. Wenn ich keine Zeit gehabt hätte, hätte ich sie an einen Kollegen weiterverwiesen. Aber so habe ich Lust zu hören, wie Sie selber das Thema angehen wollen und welche Fragen Sie haben. Das heißt, Sie waren heute Morgen auf dem Friedhof bei einer Beerdigung, genau, und haben jemanden zu Grabe, genau, gebracht. Ja. Wie verläuft das? Also beginnen tut es in der Regel mit einem Anruf, sei es von einer Bestatterfirma oder sei es von den Angehörigen direkt. Und dann nimmt man Kontakt auf mit den Angehörigen, mit der Familie, sondiert, wer alles beim Trauergespräch dabei sein sollte. Und dann findet das Trauergespräch statt an einem Ort der Wahl durch die Angehörigen. Da geht es vor allem, also für mich vor allem ums Hören. So, was war das für ein Mensch? Welche Beziehungen gab es da? Wie geht es den Angehörigen jetzt direkt so nach dem Tod? Was für Vorstellungen haben Sie? Welche Vorstellungen hatte der Verstorbene oder die Verstorbene über die Trauerfeier? Gab es da vielleicht Festlegungen schon? Und so? Und also so kommen wir ins Gespräch miteinander über das Leben eines Menschen und dann auch über das eigene Leben der Angehörigen und bereite dann miteinander diese Feier vor. Die kann dann entweder als Beerdigung stattfinden, das heißt mit Sarg auf dem Friedhof, oder nach einer gewissen Zeit mit der Urne. Oder manchmal ist es auch so, dass man die Trauerfeier mit dem Sarg in der Trauerhalle feiert und dann nach einer Weile die Urne auf den Friedhof kommt und man dann nochmal extra hingeht, um die Urne zu bestatten. Heute war es eine Erdbestattung. Wie fühlt es sich für Sie an? Für Sie ist das ja auch ein Job, ein Beruf, so viel mit Menschen zu tun zu haben, die aus dem Leben gehen. Macht das auch was mit Ihnen oder wie kann man da so, ja, positiv bleiben? Das hat zum einen mit einer gewissen Professionalität zu tun. Also ich muss natürlich schon dafür sorgen, dass ich diejenige bin, die am Grab jetzt nicht vor Trauer zerfließt. Ich bin ja auch nicht die Betroffene. Ja? So, also das heißt, diese Unterscheidung ist erstmal wichtig. Ja? So, wer gehört zu den Betroffenen? Ich bin da eine, die was tun muss für die anderen. Ja? Ich sorge dafür, dass die anderen ihre Trauer begehen können und das gemeinschaftlich tun können in dem Rahmen, den sie gewählt haben. Also das ist die professionelle Seite. Und das andere ist, ich glaube, da kann ich schon sagen, das ist die Seite des Glaubens, also der persönlichen Frömmigkeit. Nicht jede Beerdigung ist gleich nah und berührend. Natürlich geht es mir wie allen Menschen, also wenn ein Kind stirbt, ja, oder eine Mutter oder ein Vater also die Kinder hinterlassen, dann ist das natürlich, das ist ganz furchtbar, ja, und dann brauche ich auch mehr Zeit für mich selber, um mich selber gut vorbereiten zu können. Warum ist das schwieriger? Also warum, es gibt ja auch Menschen, zu denen man nähere Verhältnisse hat und Menschen, die einfach sterben und man hat sie gar nicht gekannt und einen ist das ja fast schon, ja, muss man sagen, egal. Wie kann das sein, dass man da so unterschiedlich fühlt? Naja, ich habe es ja natürlich, also ich würde jetzt nicht sagen krass unterschiedlich, ja, aber es gibt schon dann schon Unterschiede, weil die mir ja in der Trauer der Angehörigen gespiegelt wird. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie über 80-jährige Mutter auf den Friedhof begleite, deren Sohn oder Tochter da zu Grabe getragen wird, ja, dann überlegt sich jemand in dem Alter natürlich, ja, warum denn jetzt der oder die, warum nicht ich? Ja, so, ich habe doch mein Leben jetzt schon hinter mir und so. Also das sind so fast Originalzitate, ja. Das höre ich immer wieder dann. Und das ist eine Trauer, die ist schon außergewöhnlich dann. Ja, das ist sozusagen nochmal eine andere, hat eine andere Färbung.
als wenn jemand, wenn meinetwegen Kinder ihre Eltern begraben und wissen, dass sie irgendwie schon lange einfach auf das Sterben zugehen und sich das Sterben auch wirklich gewünscht haben. Das gibt's ja auch, ja. So, das wäre vielleicht eher der, ich würde mal sagen, so der versöhnte, also mit dem Tod versöhnt sein, ja, den Tod akzeptieren können als das Ende eines Lebens, das also zufrieden und wirklich satt und glücklich war. Und also das hat eine andere, da hat die Trauer eine andere Färbung, als wenn der Tod das Leben so völlig jäh abbricht und also vor der Zeit, ja, so das. Die Alten, von denen wir ja da drin gesprochen haben in der Kirche, die hatten diesen Begriff des jähen Todes und die hatten da ziemlich viel Angst davor, so plötzlich aus dem Leben gerissen zu werden, also unvorbereitet. Ja? Also sie selber als die dann tot sind, aber auch ihre Angehörigen, die dann vor einer völlig neuen Situation stehen und möglicherweise auch in riesige Not geraten, je nachdem die Absicherung damals war. Wie kann Gott denn helfen dabei? Ist Pastorensein auch so ein bisschen, wie soll man sagen, also Trauerbegleitung ist es so oder so, aber ist es auch die Hoffnung oder die schöne Geschichte, wer weiß, ob sie wahr ist oder nicht, die einen die Angst auch vor dem Tod dann nimmt? Also ich weiß nicht, ob sie immer die Angst vor dem Tod nimmt. Das ist ja dann der, also bei der Angst vor dem Tod geht es ja immer um den eigenen Tod. Und das kann man im Grunde ja nur dann sagen, wenn man sozusagen so direkt davor steht. Also ich bin jetzt nicht eine, die die Angst vor dem Tod hat, jetzt im Moment, ja, so, aber ich weiß nicht, wie es dann mal sein wird, ja, wenn ich in dieser Situation bin. Natürlich kann man sagen, gut, also mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben, ja, sagt ein altes Kirchenlied. Also ich muss mir dessen schon bewusst sein, dass der Tod zum Leben dazugehört. Aber klar, er ist weiter weg, ja, so in der Mitte des Lebens ist er noch weiter weg. Wie gibt man Trauernden denn Trost? Ja, ich würde gerne noch mal die Frage, ich war noch nicht so ganz zu Ende. Ich finde es eine spannende Frage. Haben Christen, das wäre so quasi die Frage, hat man als Christin weniger Angst vor dem Tod? Möglicherweise könnte man weniger Angst vor dem Tod haben, weil man beseelt ist von der Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat über das eigene Leben, ja? Sondern dass da sozusagen hinter dem Tod, nach dem Tod noch etwas kommt, vielleicht präziser einer steht, der auf mich wartet. Ja? Vielleicht ist es so, dass die Angst vor dem Sterben, die kann trotzdem da sein, ja. So. Und das erlebe ich schon auch bei Christen, die so sehr in sich gefestigt sind, dass natürlich diese Angst davor, keine Luft mehr zu kriegen oder Schmerzen zu haben, auch wenn man weiß, dass es Palliativversorgung gibt und Hospize und alles. Aber so diese Angst ist schon, also ich glaube, der entgeht niemand. Ja, dieses letzte Wegstück, das kann ganz furchtbar sein. Muss nicht, aber es kann furchtbar sein. Oder zumindest erscheint es dann denen, die Sterbende begleiten, manchmal so. Weil man ja auch nicht mehr im sozusagen 1:1 kommunizieren kann, ja, sich da nicht mehr austauscht und dann nur noch wahrnimmt. Und zum Teil ja, also nur noch bruchstückhaft wahrnehmen kann, was da eigentlich passiert. Ja. Also von daher würde ich sagen, ja, als Christenmensch vielleicht weniger die Angst vor dem Tod. Vielleicht kann man manchmal auch ganz keck sein. Das merke ich, wenn ich zum Beispiel das Lied Christ ist erstanden, ein Osterlied, ganz altes Osterlied, das gehört eigentlich zu unserer Osterliturgie dazu auf dem Friedhof. Und zurzeit können wir es nicht singen, überhaupt nicht singen auf dem Friedhof. Aber wenn man das singt, dann ist das so wie so ein Trotzlied.
ja, so gegen den Tod, ja, also der wird uns nicht kriegen, ja, er wird uns jedenfalls nicht behalten können, so, das ist die Botschaft von dem Lied, ja, Christus ist stärker oder Gott ist stärker, ja. Und wenn Sie jetzt Trauernde begleiten, die sagen, was sagen Sie denen? Sie sagen zum Beispiel etwas wie konnte das passieren, warum gerade er oder sie oder auch, wieso gibt es den Tod überhaupt, was sagen Sie solchen Menschen? Ja, also ich schöpfe da natürlich nicht aus mir selber, ja, das wäre sehr wenig, was ich dann da sagen könnte. Ich schöpfe aus einer ganz großen Tradition, und da sind zum einen die Psalmen, Gebete Israels, die so mehrere, auch wieder mehrere Tönungen haben, ja, da ist die Klage, das wäre sowas, ja, also warum? Warum jetzt? Warum dieser Mensch? Warum bin ich als Trauernde jetzt hier alleine? Ja? Warum, Gott, hast du das zugelassen? Diese große Frage. Und da ist auf der anderen Seite diese Färbung, ja, also auch wenn ich durch das dunkle Tal gehe und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, heißt es in Psalm 23, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Also das ist sozusagen so dieses... Das Unglück erleben, diese Finsternis erleben, die einem mitten im Leben ereilen kann und trotzdem festhalten, ne, an dem Vertrauen. Ja, und davon erzähle ich. Also diese Texte spiele ich ein als Gebet, dass wir miteinander beten oder dann eben Predigtext, ja, nehmen darauf Bezug. Und ich versuche dann das Leben... das Leben oder das, was die Angehörigen mir von diesem Leben erzählt haben, jetzt nicht zu einem Gesamtbild werden zu lassen, das würde mir weder zustehen, noch würde es gelingen können, sondern so einzelne Facetten daraus wieder aufleuchten zu lassen und sie in Beziehung zu bringen, zur sozusagen diese Biografie dieses einzelnen Menschen mit der großen Gottesgeschichte, mit allen Menschen. Ja, so das miteinander zu verhäkeln oder verstricken oder verschreiben, ja, würde ich sagen, so besprechen. Also mehr ist es eigentlich nicht. Ja? Also ich rufe Bilder auf. Was glauben Sie ganz persönlich, was kommt nach dem Tod? Können Sie diese Frage beantworten? Wieso sollte ich das wissen, was nach dem Tod kommt? Ich kann nur, also ich habe die Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass Gott, wenn er es denn nun wirklich ernst meint mit uns, dass er uns dann nicht im Tod lässt. Ja, das wäre absurd. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass es sowas gibt wie weit ausgebreitete Arme, die mich empfangen. Ein mildes Licht, das mich nicht blendet. Auch so den Gedanken von Paulus finde ich ganz schön, nochmal sozusagen das eigene Leben gespiegelt zu bekommen und dann aber klarer zu sehen, was da eigentlich war, die dunklen Stellen nochmal klarer zu sehen. Ja, versöhnt zu sein mit Gott und mit mir selbst auch, mit allem, was da war. Ja, das, auch darauf hoffe ich. Ist es überhaupt wichtig zu wissen, was danach ist, um für das Gefühl, jetzt ist Leben, ist es überhaupt wichtig zu wissen, was danach kommt, für Sie jetzt ganz persönlich? Also ich würde in dem Sinn nicht von Wissen sprechen. Es ist kein Wissen, es ist eher sowas wie, also Gewissheit. Und also Gewissheit bedeutet immer so, sozusagen, das ist nichts, was nicht erschütterbar wäre, ja, also jedenfalls kann ich nichts dagegen tun, dass es irgendwie erschüttert werden könnte. Es ist so ein, eine bestimmte Form von Vertrauen, ja, die, also ich kann es nicht belegen, beweisen, mir selbst nicht und anderen auch nicht. Offensichtlich hat sich im Laufe der Zeit so eine Sprachgemeinschaft rausgebildet, die wir eben also Christen nennen. Und da gibt es noch ein paar andere. Also mit Juden und Muslimen sind wir da jetzt nicht so völlig fremd. Ja, sondern da können wir uns gut austauschen über solche Hoffnungen. Da gibt es auch ähnliche Bilder. Was nicht heißt, dass es deshalb schon wahr wäre. Ja, so. Also das heißt, ich lasse mich auf was ein. Ja. Und das hat einen Einfluss auf mein Leben, ja.
Genau. Also so als Beobachter ist das ja sehr interessant. Jede Religion, also ich bin jetzt per se nicht unbedingt eine Religion, würde ich mich unterordnen, ja, sondern ich habe da eher so mein Gesamtbild. Ich bin sehr christlich aufgezogen, mein Papa ist auch Pastor und da ja, wurde ich aber auch sehr philosophisch christlich aufgezogen, was mich dann dazu gebracht hat, hey, ich finde eigentlich viele Vorstellungen ganz interessant und möglich und wahrscheinlich und deswegen habe ich da mehr so meine eigene Vorstellung. Ja, aber trotzdem ist es ja interessant, jetzt so als außenstehender Beobachter sich anzuschauen, dass jede Religion in irgendeiner Weise diese Art von Hoffnung hat. Irgendwas nach dem Tod gibt es und was uns in dieser Welt, wo wir jetzt leben, ja, eigentlich im Grundweg positiv stimmen sollte oder jedenfalls Akzeptanz zu entwickeln. Ja, also was ich ja merke, ist häufig diese unglaubliche Angst, die auch durch Filme und so weiter entsteht, glaube ich. Ich weiß nicht, woher sie entsteht, aber ich spüre sie auch selber. Ich kann auf der einen Seite dieses sehr metaphorische, diese Metaebene einnehmen und auf der anderen Seite bin ich aber emotionaler Mensch. Und bei mir ist jetzt auch vor kurzem was passiert, nämlich mein Kater ist gestorben. Mag jetzt der ein oder andere sagen, ja, das ist nicht so schlimm, aber bei mir war es halt, wo sie sagten, Beziehung, ein sehr, sehr nahes Lebewesen. Und ich habe gesehen, wie das passierte und es war ein harter Schlag. Ja. Und in dem Moment merkte ich, dieses Thema ist nicht einfach, man kann sich da nicht reinfühlen, ja, bis zu einem gewissen Grad, aber diese Emotionen, die man hat, die nimmt alle Logik, all diese Gedanken darüber, diese Hoffnung weg, sondern in dem Moment ist eigentlich nur noch Trauer, Angst und so weiter da. Und diese Angst gilt es jetzt zu erforschen und herauszufinden, warum passiert das Ganze? Und ja, wie würden Sie das Ganze sehen? Ist für Sie, muss ich die Frage richtig formulieren, also fühlen Sie das auch so oder würden Sie sagen, man kann das noch anders betrachten? Ich muss nochmal zurückfragen, also meinen Sie, also mit der Frage, welchen Zweck die Trauer hat, also was das, warum wir so affiziert sind davon, wenn ein Lebewesen, das uns nahe war, stirbt. Meinen Sie das? Warum ist es so, dass wir da traurig sind? Und also warum können wir nicht gleichgültig sein? Ist das die Frage? Also wie wir trotz den, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsiger, trotz der schönen Geschichten, die uns Religionen oder auch andere Vorstellungen bringen, trotzdem so emotional sind. Das ist für mich kein Widerspruch. Also das eine ist die sozusagen zum Menschsein dazugehörende Affizierbarkeit. Also Menschsein heißt leidenschaftlich sein können, sich also empathisch sein können, sich berühren lassen können. Ja? Also wenn das nicht mehr zum Menschsein dazugehört, dann ist ganz viel passiert mit einem Menschen. Ja? Also wenn er so abgestumpft ist, dass er sich davon nicht mehr angehen lässt, dann ist er sozusagen in sich auch verkümmert, würde ich sagen. Ja? Also insofern ist Trauer kein Defekt, sondern das ist eine Fähigkeit, die wir haben. Ja? Ob wir die haben anders als Tiere, das wage ich noch zu bezweifeln. Also gibt sicher auch Trauer unter Tieren. Aber also wir Menschen jedenfalls haben diese Fähigkeit. Ja? Und welche Funktion diese Trauer hat, gut, das mag jeweils unterschiedlich sein. Ja? Also für die einen ist die Trauer nochmal eine Möglichkeit, sozusagen die ganze Beziehungsgeschichte mit einem Menschen oder eben auch mit einem Tier Revue passieren zu lassen und darin auch Abschied zu nehmen von einem Stück eigenen Lebens. Ja, so, also das ist sozusagen, jetzt ist ja mit dem Tod eines Menschen oder eines Tieres, da bricht nicht nur das Leben dieses anderen ab, sondern da ist auch, also forthin, kein gemeinsames Leben mehr möglich, jedenfalls nicht so, wie es vorher war. Ja, ja, das Interessante ist ja auch, Gott oder wer auch immer schenkt uns das Leben und ja, jetzt geht etwas von uns oder jemand anderes. Die Frage ist ja auch, die Person, die stirbt, ist das für die wirklich so schlimm oder liegt der Schmerz und die Trauer, die liegt ja in der Regel eigentlich nur bei den Angehörigen, ja? Und das heißt,
mehr oder weniger. Also das finde ich schon mal sehr interessant. Die Trauer ist eine Fähigkeit und die Trauer hilft uns über den Verlust hinweg. Ja. Und würden Sie auch sagen, dass es für den Angehörigen, für die Person, die stirbt, eigentlich grundsätzlich ja das Interesse wäre, wenn wir jetzt mal nach der Logik gehen, dass diese Person nicht ihr ganzes Leben in der Trauer verbringt, sondern ihr Leben anpackt und trotzdem das Beste noch draus macht? Ja, das ist ja auch was Menschen, also solange sie noch zusammenleben, einander so sagen, ja. Also das ist ja klar. Ja. Also wenn Menschen, die sich lieb haben, wenn die es wagen, darüber zu sprechen, also über diese Möglichkeit, dass also einer von beiden zuerst geht, also stirbt, also wenn sie sich das trauen, darüber zu reden, dann ist ja klar, dann muss man sozusagen immer vorwegnehmen, dass einer von beiden zuerst geht und einer übrig bleibt. Und da gibt es ja viele, also bei Liebespaaren, da gibt es ja natürlich viele, die sagen, ich wäre eigentlich lieber der Erste oder die Erste, die geht, weil ich dann diesen Schmerz nicht haben müsste. Ja, so. Natürlich wünschen sich das Menschen, die sich nahe sind, dass der andere sozusagen so möglichst wenig Schmerz empfindet und also vielleicht schon Trauer, aber möglichst wenig Trauer, die vom Leben so ganz abzieht. Ja? Also da gibt es natürlich, also Trauer kann unterschiedliche Gesichter haben. Und für manche Menschen ist die Erfahrung des Todes eines anderen Menschen so hart und einschneidend, dass erstmal das eigene Leben sozusagen stark zurückgestellt wird. Ja? Wie kann ich das dann akzeptieren? Sie meinen die also jetzt so diese Erfahrung des harten Todes oder die, ja, naja, wie kann ich das, da müssen wir eher sagen, eher beschreiben, wie ist es Menschen schon gelungen, ja, was gibt es da für Hilfestellungen, um jemanden darin zu begleiten. Ich glaube, das hat viel mit anderen Menschen zu tun, dass jemand, der in so eine tiefe Trauer kommt, dass die Hilfe bekommt, und zwar jetzt nicht Hilfe, die sagt, also komm, wende dich doch wieder dem Leben zu, obwohl das natürlich richtig wäre, ja, sondern vielleicht den Mut hat, damit reinzugehen, ja, und sich das anzuhören und sei es jetzt das x-te Mal nochmal zu hören, worin der Verlust besteht und also diesen Verlust nochmal anzuschauen, zu betrauern, Und wirklich ganz stark im Rückblick zu verharren. Vermutlich geht es nicht anders, als mit jemandem dahin zu gehen, wenn er oder sie sich dabei begleiten lässt, um dann sozusagen diese Kehre zu schaffen, ja, diese Wendung zurück ins Leben. Wir haben da in den Ostergeschichten haben wir solche Geschichten, ja, wo es um die Umkehr geht, die Umkehr hin zum Leben. Aber das ist nichts, was einfach so auf Schnipsen hingeht. Ja. Hilft dabei ein Ritual wie Gottesdienst oder eine Beerdigung? Ja, manchen sicher. Deswegen machen wir das ja auch. Also sagen, traditionell war irgendwie völlig unhinterfragt, dass man jemanden zu Grabe trägt. Wie man das tut, war sehr variabel. Also die Trauerfeiern vor ein paar hundert Jahren, die sahen ganz anders aus als unsere Trauerfeiern heute. Und auch heute gibt es eine große Bandbreite von dem, was Menschen gut tut, was sie sich selber vorstellen können für den Abschied von ihren lieben Verstorbenen. Also die einen mögen eine bestimmte Art von Musik und die anderen diese Musik gerade gar nicht. Ja? Die einen wollen gern singen mit anderen und möglichst viele Menschen um sich haben. Die anderen mögen eher mit einem kleinen Kreis am Grab stehen. Ja, so das, für die einen ist es völlig klar, dass hinterher der Leichenschmaus kommt, also Kaffee und Hefezopf oder je nachdem, was Habhafteres auch, je nach Region, wo man noch mit Leuten zusammensitzt und dann irgendwann mal anfängt zu erzählen über den Verstorbenen und dann auch ins Lachen kommt. Ja, so eine besondere Form wieder so der Rückkehr ins Leben. Ja. Das ist übrigens, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist bei meiner Generation oder kriege ich auf jeden Fall in meinen Bekannten- und Freundeskreis häufig mit, dass Menschen sagen, ich möchte, dass auf meiner Trauerfeier gefeiert wird. Ja. Und
ja, von mir aus weint, aber eigentlich möchte ich Rockmusik und Spaß haben. Gibt es da schon Wünsche bei Ihnen, dass man das irgendwie anders gestaltet? Und wenn ja, ist das tatsächlich dann umsetzbar oder ist man dann einfach trotzdem in Trauer? Also jetzt meinen Sie die Trauerfeier, jetzt ja, nicht ja, den genau. Leichenschmaus? Bei der Trauerfeier, da, also das, da geht es ja immer im Gespräch drum, welche Art von Musik wäre jetzt angemessen, sowohl für die, die da sind, als auch für den Menschen, den man betrauert. Ja, das muss ja irgendwie passen. So, und das Gespür dafür, was da passt, das haben am besten die, die den Menschen gekannt haben. Ja, und wenn die mir versichern, okay, dann mochte die und die Musik, warum nicht? Also wenn die Musik sich sozusagen verschränken lässt mit der Botschaft, die aus dem Evangelium kommt, warum nicht, ja? Und da ist ziemlich viel möglich, ja. Ja, klar. Sehr interessant. Ja. Dieser Aspekt, den wir vorhin besprochen haben mit dem Künstler, generell Künstler und ja, Menschen, die was produzieren, die verwirklichen sich ja weiter und leben ja in ihren Werken unendlich Jahre weiter. Was ich für einen interessanten Gedanke hatte zu dem Thema ist, bei uns ist es ja eigentlich auch so, wenn wir Nachwuchs haben, dann ist dieser Mensch aus den eigenen Fleisch und Blut und also da kann man schon mal von einer körperlichen Reinkarnation sprechen, wenn man so will, und gleichzeitig sind die Gedanken, die dann, falls ich jetzt oder meine Mutter oder so gehen würde, diese Gedanken, solange sie existieren, sind sie dann ja auch noch da, wenn man so will. Kann man also so weiterleben und hat das überhaupt einen Sinn, weiterzuleben? Also das ist eine andere Art von Weiterleben als, als sozusagen dieses Weiterleben nach dem Tod oder was kommt nach dem Tod, ja, so Ihre Frage. Also dass wir von den Gedanken und den Erfindungen und also sämtlichen Errungenschaften derer, die vor uns da waren, leben, das ist für mich selbstverständlich. Und da mag es dann sozusagen solche geben, die in das kollektive Gedächtnis eingehen und solche, die nur von einer bestimmten Gemeinschaft weitergetragen werden und solche, die jetzt eben innerhalb des familiären Kontexts Bedeutung haben. Ja? Und natürlich ist es wichtig, was Sie jetzt, wenn Sie sagen, also was Ihre, für Sie ist es wichtig, was Ihre Mutter gedacht hat. Das ist jetzt, mag jetzt speziell für Sie wichtig sein, wenn Sie Geschwister haben, kann das sein, dass es schon für Ihre Geschwister in einer anderen Weise bedeutsam ist. Also es ist was sehr Individuelles. Mhm. Ja? Also ich halte das Gedächtnis schon für was Wichtiges, aber muss ich klar machen, wie viele Generationen oder auch wie wenige das dann jeweils überdauert. Mhm. Also je nachdem. In mündlicher Tradition hält es nicht so lange an. Ja, da ist dann schon die Frage, ob Sie Ihren Kindern sozusagen das Vermächtnis Ihrer Mutter irgendwie weitertragen können. Ob Sie plausibel machen können, warum genau das jetzt für Ihre Beziehung zur Mutter so wichtig war, dass Sie das den Kindern ans Herz legen. Ja? Und ob die das dann für sich akzeptieren, das haben Sie nicht in der Hand. Mhm. Ja? Also die Art und Weise, wie jetzt meinetwegen ein Liederdichter, der ein Lied gedichtet hat, das dann und mit komponiert hat, also sagen so ein Gesamtkunstwerk geschaffen hat, dass das sich so durchträgt durch die Jahrhunderte, das liegt natürlich an der Rezeption dieser kirchlichen Gemeinschaft. Und offensichtlich ist da immer noch was plausibel, da berühren Worte, so wie uns sonst auch, also wie sie von Lyrik vielleicht berührt werden, von einem Gedicht. Genau das Gedicht, das sie immer wieder heranziehen in bestimmten Situationen und uns nachlesen. Oder ein Stück Musik, das sie begleitet, bei dem sie sich irgendwie so ans erste Hören erinnern können. Solche Dimensionen sind das, ja. Das ist aber schon nochmal was ganz anderes als das, was sie im familiären Kontext erleben können, ja. Wie stellen Sie sich persönlich den Himmel vor? Wie stelle ich mir den Himmel vor? ganz oft stelle ich mir den gar nicht so konkret vor. Also wenn Sie jetzt damit meinen, sozusagen den sowas wie einen Raum für die Zeit nach dem Tod, dann
Also ist, ja, ich würde schon sagen, dass da ein paar Dinge müssen da schon gelten. Also es muss schön sein dort. Ja, so, also ich sag mal so, hier ist es schön auf der Erde, zumindest also an manchen Stellen ist es ziemlich schön. Es muss Platz für viele haben. Das ist schon mal eine Vorstellung, die ja, das sprengt schon ziemlich viele Vorstellungen, ja, also Platz für viele. Es gibt Begegnungen, aber jetzt, also ich stelle mir es nicht so einfach vor, dass ich da jetzt alle, die ich mal gekannt habe, einfach so wieder sehe. Möglicherweise würde ich die gar nicht erkennen. Ich weiß es nicht. Große Frage. Und das ist natürlich, für mich ist das schon auch der Raum, nochmal viele Fragen stellen zu können. All das, was ich hier nicht verstehe, ja, was so ein letztes Rätsel für mich bleibt, darauf eine Antwort zu bekommen. Ja. Schön, ja. Also völlig konkrete Vorstellungen habe ich jetzt nicht. Also ich stelle mir es jetzt nicht vor wie ein Schlaraffenland. So, ja. Also es ist eine schöne Vorstellung, das Ganze als Gefühl zu sehen. Das hätte ich in der Form auch noch nicht mir vorgestellt. Ja, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich. Ich könnte noch ewig mit Ihnen weiter darüber reden. Es ist für mich ein sehr, sehr interessantes Thema und Ihre Perspektive finde ich einfach sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht's weiter und ich werde jetzt noch mal ein bisschen weiterschauen, wo ich noch mehr Antworten bekomme. Und ja, das seht ihr jetzt. Bisschen schwer die Abmoderation. Dann können wir gerne noch mal machen. Muss mal kurz überlegen, wie wir es machen. Also ich bedanke mich kurz bei Ihnen. Dann können Sie noch mal. Ja, ich frage Sie einfach noch mal, ob Sie noch was zu sagen haben. Ob Sie noch, mir noch was auf den Weg gehen wollen. Vielleicht können wir es so machen. Ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Ja, oder Sie fragen mich, ja genau. Ja, vielleicht gerade das so das Letzte, ja, wie Sie sich den Himmel vorstellen. Ja, das bei mir ist es noch eine Suche. Also ich habe das Gefühl, ich bin mir noch nicht im Klaren. Es gibt verschiedene Vorstellungen, wie auch Ihre mit dem Gefühl. Vielleicht ist es aber auch gar nicht sinnvoll, sich das vorstellen zu wollen, weil es einfach, also wenn man sich die Erde zum Beispiel als Organismus anschaut, ich habe immer dieses schöne Bild der Erde, da geht vielleicht mal ein Asteroid raus und kommt, andersrum, ein Asteroid kommt rein, Satellit fliegt raus, aber ansonsten bleibt es ein Organismus. Und wenn man jetzt sich überlegt, der Körper geht in die Erde, wird zu Erde, daraus werden Pflanzen, aus den Pflanzen können sich Tiere ernähren und so weiter. Dieser ewige Kreisgedanke irgendwie, dass klar mein Bewusstsein dann wahrscheinlich nicht mehr da ist, aber die Seele an sich in dieses Leben als Ganzes wieder zurückgeht und als neues Leben in irgendeiner Form neu entsteht. Mhm. Okay. Wurde das irgendwie ein bisschen klar? Ja, doch. Ja, also ich würde es nicht teilen, aber es ist ein bisschen, also ja, genau, ist ein bisschen deutlicher geworden. Ja. Aber wie gesagt, mal schauen, wo es hinführt. Das Thema heißt ja Tod verstehen, das heißt, ich bin auch auf der Suche. Obwohl den Glauben zu finden, das möchte ich sowieso nochmal als einzelnes Thema. Mal gucken, ob ich das so überhaupt abspalten kann. Jetzt vermischt sich ja schon einiges. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, Frau Wolf, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen gefallen. Ja, sehr. Vielen Dank. War spannend. Und ich gehe jetzt weiter und schaue mal, wo ich noch so Antworten finde.